a lot of people back on Earth dying while we gather our strength. They're wondering if we're ever coming back. Friends, family, parents and children. This isn't their fight. But they're buying us time with their lives. Vor über 8 Jahren, im März 2012, erschien mit Mass Effect 3 eines der letzten herausragenden BioWare-Spiele. Aber wenn man es genau betrachtet, erschienen damals im Grunde genommen 2 Spiele, von denen eines eine eher nachträgliche Idee war und dementsprechend stiefmütterlich behandelt wurde. Mass Effect 3 war der erste Teil der Reihe, der einen Mehrspielermodus bot. Ein Spielmodus, der als hässliches Endline begann, aus dem am Ende ein schöner, wenn auch etwas fehlerbehafteter Schwan wurde. This is Shepard. Civilians have been evac. Special forces can take it from here. Mass Effect war zuvor ein reiner Singleplayer-Titel mit Fokus auf Story und sein eigenes Universum. Dementsprechend gab es natürlich die Sorge, dass der Mehrspielermodus zulasten der Kampagne gehen würde. Enttäuschend war auch für viele die Tatsache, dass es sich bei dem Mehrspielermodus nicht um eine Möglichkeit handelte, die Kampagne im Koop-Modus mit Freunden zu spielen. Stattdessen bekamen wir einen vom Prinzip her simplen Horde-Shooter, in dem sich bis zu 4 Spieler in 11 Wellen gegen Reaper, Gav oder Cerberus-Truppen behaupten müssen. Welle 3, 6 und 10 fordern außerdem die Erfüllung eines zufälligen Missionsziels, zum Beispiel die Aktivierung von Geräten auf der Karte oder das Verteidigen eines Bereichs. Als Charaktere standen mehrere Varianten der 6 bekannten Klassen zur Auswahl und der Modus bot 3 Schwierigkeitsstufen von Bronze bis Gold. Für viele waren die ersten Runden auch die letzten, da der Modus darüber hinaus nichts zu bieten schien und im besten Fall dazu dienen sollte, noch ein paar Euro für Lootboxen aus den Spielern zu ziehen. Es half auch nicht, dass es zum Release des Spiels nicht möglich war, das in Anführungszeichen beste Ende zu erhalten, ohne den Multiplayer zu spielen. Dies wurde erst mit dem Release des Extended Cut korrigiert. Dieses Spiel ist aber möglicherweise eines der wenigen Beispiele für einigermaßen faire Lootboxen, da sie den Mehrspielermodus profitabel genug machten, dass 5 kostenlose DLCs dafür folgen konnten. Die Spieler, die bei diesem Modus blieben, stellten schnell fest, dass er eine ganz eigene Herausforderung bot. Wer zuvor den Singleplayer auf der höchsten Schwierigkeitsstufe Insanity gespielt hat, sollte nicht davon ausgehen, dass er auf die höheren Schwierigkeitsstufen im Multiplayer vorbereitet ist. Im Multiplayer spielen wir nicht als Shepard, der in-Universe als N7 immerhin eine Art Navy Seal ist und ganze 8 Fähigkeitenbäume besitzt. Die Multiplayer-Charaktere haben nur 5 Fähigkeitenbäume, 3 Fähigkeiten, ein passiver Baum sowie ein Fitnessbaum für Gesundheit oder Nahkampfschaden, von denen wir dank eines niedrigeren Level-Caps auch nur 4 komplett füllen können. Ich würde die Multiplayer-Charaktere nicht grundsätzlich als schwächer bezeichnen, ihnen fehlen aber im Vergleich zu Shepard sowohl Flexibilität als auch Plot-Armor. Und da der Multiplayer auf 4 Teilnehmer balanciert ist, fallen unachtsame Spieler deutlich schneller den zahlreichen Gegnern zum Opfer. Das Spiel konnte hier sein bis heute sehr solides Gegnerdesign hervorragend ausspielen. Am 10. April 2012 erschien das Resurgence DLC, welches die neuen Karten Condor und Hydra, 6 neue Charaktere, darunter die Azarius Dikarin, den Geth Infiltrator und den Kroganischen Frontkämpfer sowie 3 neue Waffen hinzufügte. Ende Mai folgte das Rebellion DLC mit den Feuerstellungen Jade und Göttin, 4 neuen Waffen, von denen das Proteanische Partikelgewehr, das Cerberus Harrier und die Riga Carbine noch heute zu den stärksten Waffen im Spiel zählen, sowie 6 neuen Charakteren, darunter den ersten spielbaren Vorger und 2 abtrünnigen Cerberus Bioticon. Außerdem kam mit diesem DLC der Ausrüstungsslot und das Retrieve Objective, welches von den Spielern schnell den Spitznamen Pizza erhielt. Hier zeigte sich bereits, dass nicht nur der Lootpool, sondern auch das Spiel selbst noch erweitert wurden. Viele der neuen Fähigkeiten standen Shepard nie offen oder waren Squad-Mitgliedern vorbehalten. Wirklich interessant wurde es im Juli mit dem Earth DLC, dessen Trailer nicht einmal annähernd zeigt, wie viel Content hier drin steckt. 3 neue Karten auf der Erde, London, Vancouver und Rio, letztere mit einer berüchtigten Box. 6 neue N7 Charaktere, 3 neue Waffen, 5 neue Waffenmods, 11 neue Ausrüstungsgegenstände und ein neues Missionsziel, die Drohnen-Eskorte. Aber vermutlich die größte Neuerung war die neue Schwierigkeitsstufe Platin, welche zum Release-Zeitpunkt sogar für viele der Entwickler zu schwer war. Was aber auch nicht so überraschend ist, da Entwickler oft auf die von ihnen vorgesehene Weise spielen, während Spieler ihre eigenen Wege entdecken. Platin war brutal, aber nicht nur, weil die Gegner im Vergleich zu Gold noch stärker waren und Bossgegner bereits in der ersten Welle auftraten, sondern auch, weil auf dieser Schwierigkeit die Feindfraktionen durchgemischt wurden. Im Oktober kam mit Retaliation ein weiterer großer DLC, in dessen Trailer Harbinger ganze 8 Sätze sagt. Immerhin 8 mehr, als er im ganzen Singleplayer von sich gibt. In gewisser Hinsicht war Retaliation das größte Multiplayer-DLC. Die 6 neuen Hazard-Karten waren zwar nur Varianten von bereits vorhandenen und es gab auch nur 3 neue Waffen, aber dafür gab es mit den Kollektoren eine ganze 4. Feindfraktion, die es wirklich in sich hatte. Die Geth und Cerberus bekamen ebenfalls jeweils den Geth-Bomber und den Dragoon-Trooper, nur die Reaper gingen leider leer aus.
Retaliation war auch insofern besonders, dass es nur 4 neue Charaktere zum Release gab, in den folgenden Wochen aber schrittweise ganze 12 weitere freigeschaltet wurden. Das neue Challenge-System ermutigte mit freischaltbaren Bannern und Titeln dazu, neue Waffen und Charaktere auszuprobieren, und die dabei gesammelten Challenge-Punkte boten eine bessere Alternative zum M7-Rang, um auf einen Blick das Können seiner Mitspieler in der Lobby einschätzen zu können. Im Februar 2013, fast ein Jahr nach Release des Spiels, wurden die letzten DLCs angekündigt: Citadel für den Singleplayer und Reckoning für den Multiplayer. Wenige Wochen nach Release wurde auch der offizielle Support für das Spiel eingestellt, aber obwohl Reckoning vom Umfang her deutlich kleiner als seine Vorgänger war, kamen hier immerhin noch 2 neue Ausrüstungsgegenstände, 7 Waffen, 5 Waffenmods und 6 neue Charaktere, die alle sehr einzigartig waren. Der Gav Juggernaut als spielbarer Gav Prime und Ultra Tank, der riesige kuganische Warlord, der im Nahkampf dominierte, der Talonmerk, der die Omni-Klinge gegen einen Omnibogen austauschte und die erste und einzige reine Granatenklasse im Spiel darstellte, der erwachte Collector, because why not, die turianische Kabal als Frontkämpferin ohne biotischen Sturmangriff und die oft als Sexbot oder ED-Bot bezeichnete Alliance Infiltration Unit mit ihrer überhaupt nicht overpowerten Fähigkeit, sich im Grunde genommen selbst wiederzubeleben. Reckoning war im Grunde genommen wie das Citadel-DLC Fanservice für die Multiplayer-Spieler. Mit der Einstellung des Supports endeten leider auch die wöchentlichen Herausforderungen, die BioWare im Laufe des Jahres immer wieder durchgeführt hatte. Aber nachdem der Multiplayer praktisch nicht mehr überwacht wurde, kamen die zuvor noch zaghaften Versuche, das Spiel zu modden, in den folgenden Jahren so richtig ins Rollen. Zunächst schien es vieles hardcoded zu sein, sodass zwar eine Art Diamantschwierigkeit oder Husk-Mode möglich waren, aber wenig darüber hinaus. Aber über die letzten Jahre wurde dank der Arbeit einiger Modder immer mehr möglich, und es gibt sogar ein Online-Tool zur Erstellung eigener Multiplayer-Mods. Vor einigen Jahren erschienen sogar 2 inoffizielle DLCs, Redemption und Rejection. So wurde aus den Adjutanten und Cat 6-Soldaten aus den Omega- und Citadel-DLCs eine 5. Feindfraktion, während zahlreiche Singleplayer-Maps Multiplayer-fähig wurden. Leider gibt es hier technische Probleme, die bisher nicht gelöst werden konnten, aber ich persönlich finde es trotzdem beeindruckend. Große Hoffnungen setzte die Multiplayer-Community auf den Multiplayer-Aspekt von Andromeda. Ganz vorweg, ich halte Andromeda nicht für ein schlechtes Spiel, aber ich verstehe jeden, der nach 5 Jahren Pause zwischen ME3 und Andromeda deutlich mehr erwartet hätte. Leider startete der Multiplayer dort mit eigenen Problemen. In den ersten Wochen waren Fähigkeiten und Fähigkeiten-Kombos praktisch nutzlos. Andromeda enthielt noch dazu deutlich mehr Grind als ME3. Während man im Vorgänger eine ganze Klasse von Charakteren in einer überschaubaren Zeit auf 20 leveln konnte, dauerte es an Andromeda deutlich länger, was noch okay gewesen wäre, wenn nicht jeder Charakter einzeln gelevelt werden müsste. Aber es schien wenigstens so, als wäre ein Grundgerüst vorhanden, und nach der Entwicklung, die der Vorgänger durchgemacht hatte, waren viele durchaus bereit, Andromeda die gleiche Chance zu geben, auch wenn sie streng genommen schon vor Release hätte stattfinden müssen, da man immerhin die Erfahrung aus dem Vorgänger hatte. Die wöchentlichen Apex-Missionen schienen auch tatsächlich bereit, mit der etablierten Formel zu experimentieren. Einige Zeit nach dem Release geschah jedoch etwas, was von den Spielern heute als Lootpocalypse bezeichnet wurde. Charakterkarten konnten nun nicht mehr nur bis Stufe 10, sondern 20 gelevelt werden, wodurch sich allein die Anzahl dieser Lootdrops verdoppelte, ohne dass es dafür echten neuen Content gab. Für alle Waffen wurden 3 neue Varianten eingeführt, die zusätzliche Spezialfähigkeiten wie Lifesteal oder Schadensresistenz boten, womit sich die Anzahl der Waffendrops auf einen Schlag vervierfachte. Nun war es schon vorher und auch im Vorgänger nicht einfach, genau die Waffe aufzurüsten, die man haben wollte, aber zumindest gab es von jeder Waffe nur eine Variante. Nach 10 Drops war sie also dauerhaft aus dem Lootpool eliminiert. Für mich persönlich war jedoch die Ankündigung, dass der Support für das Spiel nach nur 5 Monaten und noch vor Release des im Epilog angekündigten Quarian Arc DLCs enden würde, der letzte Nagel im Sarg. Mass Effect 3 hat auf der anderen Seite, mitunter wohl auch dank der Corona-Maßnahmen, einen kleinen Aufschwung erlebt, und ich habe mich in den letzten Wochen wieder damit befasst. Einige Probleme sind zwar immer noch vorhanden, und ich würde von jedem Entwickler mit Selbstrespekt, also schon mal nicht EA, erwarten, dass nach Supportende die Microtransactions deaktiviert werden. Dafür sind die Spieler, die noch dabei sind, aber entweder völlig neu oder Veteranen. Man spielt also deutlich weniger Roulette mit seinen Mitspielern. Dass ME3 weder eine Lobbysuche noch einen Textchat besitzt, ist ebenfalls traurig, aber dieses Spiel wird allein deshalb schon immer besonders für mich sein, weil ich darüber ein paar wirklich großartige Menschen kennenlernen durfte. Und auch wenn ich zu den meisten keinen Kontakt mehr habe, hat mich diese Zeit und auch diese Trilogie in vielerlei Hinsicht geprägt.